Moin und herzlich willkommen zurück in Smallland. Folge 12 ist es schon. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Heute geht's um die Gerberei und um den Grashüpfer. Und zwar hatte ich gerade überlegt, wir kommen ja nicht so richtig weiter hier, alleine nur mit dem Steinschneider. Und das nächste Logische wäre die Gerberei. Die wollte ich hier vielleicht reinsetzen. Ja, draußen ist Tag gerade. Und wir brauchen dafür allerdings, den Apothekertisch haben wir ja schon, Fasern, Feuerstein und verfeinertes Holz. Haben wir aber alles da. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ist hier ein Stern dran. Liegt es daran, dass wir die bauen können oder als nächstes bauen sollten? Also insgesamt so die Symbole, die sind mir noch nicht so ganz klar. Einige zumindest. Wir brauchen das und wir brauchen Feuerstein. Das habe ich, glaube ich, hier hinten einsortiert. Ja, natürlich nicht so viel. Jetzt müssten wir die bauen können. Und ich setze sie mal hier rein. Gerberei. Keine Ahnung, wie groß die ist. Okay, ziemlich groß. Passt die überhaupt hier rein? Okay, ich kann sie also, müsste sie mitten in den Raum stellen. Das ist ein bisschen ungeeignet, ne? Die ist wirklich sehr groß. Das finde ich auch noch ein bisschen schade, ne? Es klippt ja jetzt eigentlich nirgendwo. Warum kann ich die jetzt nicht hier hinstellen? Ich werde jetzt bewusst nicht die Platzierungsoption öffnen mit T. Dann bleibe ich wieder irgendwo hängen und dann gibt es wieder den Bug, dass man nicht raus kann. Habe ich hier jetzt noch eine freie Wand? Also ich möchte die ungern eine Etage höher bauen. Hier vielleicht. Okay, du brauchst wirklich viel Platz dafür, ne? Das gefällt mir alles nicht so. Warten wir mal kurz. Mal eben überlegen. Also ich brauche viel Platz. Ich stelle sie entweder mitten in den Raum. An die Seite. Hier oben habe ich jetzt auch nicht unbedingt den Platz. Hier muss man dran vorbei. Und ganz oben möchte ich sie jetzt eigentlich auch nicht hinstellen. Also ich werde sie doch hier vorne reinstellen. Dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht, wenn die halt in der Mitte steht. Schade, also da müsste man die Türme doch noch größer bauen tatsächlich. Also wirklich so weit nach vorne und schräg irgendwie. Hier, das wäre doch super hier, ne? Hier in die Ecke. Also, die stößt doch nirgendwo an. So wie ich das sehe, ne? Doch, hinten rechts, doch, die Füße. Hier ganz rechts unten siehst du es, die Füße stoßen an. Na, das ist wirklich nicht so gut. Okay. Das ist das höchste der Gefühle, wenn ich das jetzt drehe. Okay. Wenn ich jetzt das Raster ausmache, dann doch. Ich gehe noch mal einmal ganz raus und gehe wieder rein und versuche jetzt mal T, ob es jetzt funktioniert. Macht das Raster hier die Magnetisierung aus. Jetzt hat es geklappt. Also normalerweise stürzt das Spiel ab. Also es hängt sich auf, wenn du etwas in der Hand hast und dann T drückst. Deswegen habe ich jetzt die Werkstatt extra erstmal rausgenommen. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Nee, bleibt trotzdem bei dem Winkel. Es hat mit der Magnetisierung nichts zu tun. Aber hier jetzt zum Beispiel, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass da irgendein Fuß noch irgendwo kollidiert. Aber gut, er will es so haben. Dann machen wir es jetzt auch so. Webstuhl und Spindel, errichtbares Bauwerk. Ah, okay. Die eine Sache haben wir, die nächste Sache können wir auch schon herstellen. Naja, wir können wenigstens drumherum laufen. Könnten hier hinten vielleicht noch eine Kiste platzieren. Es geht ja jetzt, ne? So, was können wir hier machen? Einfach nur Reptilienleder. Erfordert Reptilienhaut. Okay, das war jetzt noch nicht so viel, ne? Gerberei ist klar, Lederverarbeitung. Aber da wird sicherlich noch einiges kommen. Okay, Reptilienhaut habe ich auch irgendwo. Aber jetzt konnten wir noch die andere direkt bauen. Was brauchen wir dafür? Holztruhe.
Webstuhl, Seide, okay. Das heißt, wir müssen definitiv zu den Spinnen. Ganz klar. Verfeinertes Holz, Harz und Fasern haben wir. Seide brauchen wir, gut. Okay, das heißt, die Spinnen sind auf jeden Fall als nächstes dran. Heute will ich einfach noch mal ein bisschen erkunden und nimm dich dabei gerne mit. Ich muss mal eben wieder einsortieren. Hier habe ich das verfeinerte Holz drin. Hier habe ich Rinde drin und Holz. Ein bisschen Holz nehmen wir mit. Und hier drin sind die Fasern. Okay, ich habe nur 11. Man hat so viel Kram jetzt schon dabei, ne? Ich habe hier die Fackel, ich habe die ganzen Waffen mit dabei. Also das Inventar könnte gerne ein bisschen größer sein. Genau, ich habe auch mal das Blasrohr mitgenommen. Das habe ich auch noch mit dabei. Habe ich noch Verbände? 3 nur. Okay. Ja gut, wird schon hinhauen. Feuerstein brauche ich jetzt auch nicht. Packen wir auch weg. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Essen. Habe ich 2-mal mit. Nach einem Grashüpfer. Okay, gut. Einmal noch alles reparieren. Chitin brauche ich einmal. Chitin. Alles klar. Reparieren. Okay. Rest-Chitin wieder raus. Oder wir nehmen mal ein bisschen mit. Was soll ich jetzt? Ne, nicht fallen lassen. Wir nehmen es mal mit. Noch mal kurz checken, habe ich das Essen mit? Ja, Grashüpferleckerei, alles klar. Also vielleicht unterschätze ich den Grashüpfer ja ein bisschen. Denn, soweit ich weiß, hat er keinen Fallschaden. Ah, sieht schon cool aus. Ja, gefällt mir. Und ist natürlich noch einiges möglich. Einiges noch möglich, hier bautechnisch sich ganz auszulassen. Ich möchte das auch als Langzeitprojekt sehen. Und noch ein bisschen warten, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sind ja noch im Early Access. Ich möchte hinab zu den Wurzeln. Auf geht's. Kurzen Schluck ab. Kaffee in Smallland. Mit einer Kaffeebohne kommt er ewig aus hier. So, wo haben wir einen Grashüpfer? Ich spiele nach wie vor im friedlichen Modus, hatte ich ja schon öfter gesagt, wieso und weshalb. Gefällt mir einfach am besten nach wie vor. Hier direkt am Anfang schon eine Biene, ne? So, einmal runter. Harz, ich weiß nicht, ob ich Harz mit habe. Nehme ich mal mit. Ja, moin. Guck mal, der Schocker halt, ne? Sie kommt direkt hier aus der Höhle. Können wir jetzt hier rein? Nee. Doch. Aber sind nicht geschützt. Ich möchte natürlich da auch gerne mal auf die andere Seite, ne? Lass uns einfach mal jetzt hier ein bisschen erforschen in dieser Folge. Und mal schauen, wie es weitergeht. Da hinten ist nämlich eine Brücke. Da. Da ist irgendwie eine Holzbrücke. Und das, wo diese Tannen sind, das muss ja nochmal richtig crazy sein. Ich meine, das ist alles Endgame. Und wir müssen auch unbedingt den ersten Boss erledigen. Das werde ich wahrscheinlich dann in der nächsten Folge gemeinsam mit Opa Henk. Das ist zumindest der Plan. Opa Henk, kurz zur Erklärung, ist einer meiner guten Freunde im Real Life. Wir kennen uns über 30 Jahre und Opa Henk ist auch im wirklichen Leben schon Opa und ist jetzt auch ganz begeisterter Smallland-Spieler. Und wir werden auf jeden Fall auch ein paar Folgen gemeinsam zocken, unter anderem dann eben jetzt, um den ersten Boss zu bekämpfen. Dürfte dann mittlerweile ziemlich easy sein mit dieser Rüstung oder vielleicht auch mit einer besseren Rüstung sogar noch.
Also ansonsten kommt man hier nirgendwo rüber, ne? Das ist richtig großes Gewässer hier. Ja, das ist schon krass. Ich bin mal gespannt, ob es später auch ein Boot oder sowas gibt. Das wäre auch noch mega cool, oder? Mit dem Boot hier, die ist ja doch eine ziemliche Strömung. Mit dem Boot die Strömung runter. Das wäre schon wirklich cool. Ist gerade wieder ganz merkwürdige Musik, ne? Die Soundkulisse finde ich auch richtig gut. Ist der eigentlich Klingenschaden durch Bornenschaden? Okay. Also ich werde spätestens beim Boss das Blasrohr ausprobieren. Ich habe mir entsprechend Giftpfeile auch gemacht. Und ich glaube, die einzelnen Bosse schalten ja dann auch nochmal neue Kapitel frei, ne? Es gibt einfach so viel zu entdecken, dass ich wirklich irgendwie überhaupt keine Lust hatte, vorher jetzt den Boss irgendwie direkt zu erledigen. Weil ich das so spannend finde, hier einfach auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich bin mir auch absolut sicher, dass es Secrets geben wird, wie die immer hier plötzlich spawnen, ne? So, einfach mal schön gechillt hier durch die Gegend. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob es hier überhaupt noch Grashüpfer gibt oder ob die wirklich nur im Anfängergebiet sind. Die ist ganz schön weit weg, ne? Noch ein bisschen Harz eben mitnehmen. Die ist ganz schön weit weg, die Brücke. Da ist einer. Okay, mein Freund. Ich will dich auch gar nicht sofort erledigen. Also man muss es ja, glaube ich, nur im Inventar haben. Der hat aber so... Das ist der Richtige. Ich nehme mal das Schwert und hoffe nicht, dass ich ihn sofort kille. Der hat natürlich... Ist er mit dem Hammer zu bearbeiten, ne? Ja, stumpfer Schaden. Aber das Schwert ist natürlich jetzt ziemlich stark. Jawohl. Das war's schon. Das war's. Genial. Schön. Da haben wir ihn. Nice. Schön. Kurzen Screenshot. Einmal eben heiden. Jawohl. So. Okay. Der geht ganz schön in die Kurve. Kann ich rechte Maustaste irgendwie steuern? Nee. Okay, er gibt auch Gas und springen. Okay, mit einem einfachen Sprung, den muss man auch gut abpassen. Mit einem Sprung ist quasi alles... Okay. Mit einem Sprung ist die ganze Energie flöten, wollte ich sagen. Und man sollte auf jeden Fall... Okay, das bringt gar nichts. Er kann also nicht großartig hochklettern. Man sollte auf jeden Fall springen, wenn man rennt. Wenn man schneller läuft, damit er die Power hat. Ansonsten springt er einfach nur nach oben. Also, jetzt wollen wir nochmal testen hier. Bisschen Gas geben und springen. Okay, ja, alles klar. Gut. Naja, ansonsten ist er halt ziemlich langsam, würde ich sagen. Aber gut, der Vorteil soll ja, glaube ich, wirklich sein, kann ich hier an Bord essen? Muss ich dafür absteigen? Nee, geht. Der hält natürlich auch nicht so viel aus. Das heißt, auch hier wieder friedlicher Modus bringt dir natürlich einen Vorteil. Logischerweise. Okay, was ist da? Ist das schon die Brücke? Du kannst auch, glaube ich, nicht mit ihm ins Wasser springen. Okay, die Sprünge sind aber schon genial, ne? Und du kannst eben überall mit ihm runterspringen. Das ging ja schnell. Schön, dass wir zufälligerweise einen gefunden haben. So, was haben wir hier? Auch ganz interessant aus. Nochmal kurz für einen Screenshot. Zack.
Grashüpfer erholt sich langsam. Das ist auch gut. Ich habe ihn ja nicht gefüttert. Ist das schon die Brücke hier? Okay, der war zu kurz abgepasst, ne? Ja. Nee, das ist nicht die Brücke. Und hier kommen wir auch definitiv nicht drüber. Ach, hier kann man gar nicht weitergehen. Okay. Eine unsichtbare Wand. Dann drehen Sie mal einmal. Okay. Vielleicht kommen wir da auch noch gar nicht hin, ne? Dass die gar nicht mit implementiert ist. Wird es natürlich schlagartig dunkel. So, da bin ich wieder. Ich habe die alte Straße gefunden. Ich bin vorhin ein bisschen umhergeirrt im Dunkeln. Deswegen habe ich da kurz meine Blende gemacht. Und ich hatte mir das auch nicht markiert. Okay, hier haben wir hier Hornissen oder was ist das? Bienen. Okay. Schauen wir mal, was hier so los ist. Also man hat immer wieder die Aufladezeit, ist klar. Und bei jedem einzelnen Sprung wird einmal komplett alles verbraucht. Es gibt doch bestimmt auch irgendwelche Secrets. Natürlich auch schon ziemlich cool hier, ne? Alter Park, alter Sportplatz. Man kann nicht so ganz genau erkennen, was das alles ist, oder? Kannst du immer genau erkennen, was das alles ist? Ich schau mal kurz, was bringt das denn hier? Was sind die denn hier? Ernten Feuersteinball oder besser Setzling. Was kriege ich vom Setzling? Wahrscheinlich Saaten ohne Ende, oder? Fasern, Harz, alles gleichzeitig? Ja, moin! Okay, Harz, Fasern, Holz. Aber nichts Neues, okay? Was ist das hier? Ein Tor? Ein Papierkorb? Und hier geht's runter. Ja, moin. Feuerstein. Okay, was geht hier ab? Altmetall erfordert Feuersteinspitzhacke oder besser. Musste ich mal eben kurz hier wegpositionieren. Altmetall, hier sind wir geschützt? Ach. Okay. Spitzhacke haben wir mit dabei. Kriegen wir jetzt die Rezepte für Eisen? Dornspitzhacke. Okay, ich sag ihm mal kurz, dass er stehen bleiben soll. Nein. Dann kann ich ihn immer noch rufen. Okay. Ja. Stumpfer Schaden. Aber nicht mit unserem Steinhammer. Komm, wir gucken uns das mal an hier. Die macht ihm ja nichts. Friedlicher Modus hin oder her, es ist trotzdem spannend.
Nur halt, dass die ganze Kämpferei nicht sein muss. Wo geht das hier lang? Okay, hier ist Schluss. Junge. Wenn es mir zwischendurch die Sprache verschlägt, ja, lass mich mal, ich lasse dich auch in Ruhe. Ich will nichts von dir. Okay, Altmetall ist offensichtlich nicht so einfach zu bekommen. Na, jetzt. Das ist natürlich krass hier, die Kakerlaken. Aber stumpfer Schaden. Also ich habe jetzt im Moment zu diesem Zeitpunkt zwar die Feuersteinsachen, aber du kannst ja keinen Feuersteinhammer machen. Und da du keinen Feuersteinhammer machen kannst, frage ich mich natürlich, du kannst die Kakerlake doch nicht hier mit dem Dings erledigen, mit dem Steinhammer. Also no chance, würde ich sagen. Okay. Macht das Sinn? Da unten ist Wasser. Okay, warte mal. Hier ist ja nicht das Eisen umsonst, dass man hier theoretisch zumindest rein könnte. Wir sind hier geschützt. Das heißt, ich setze mal einen Spawnpunkt. Kann ich den hier setzen? Ja. So, einfaches Bett. Ist sicherlich nicht die tollste Umgebung hier jetzt für einen Spawnpunkt. Okay, da ist noch mehr von dem Zeug. Hier. Was tut denn die ganze Zeit hier? Ach du Schande. Was ist das denn? Hängt die da fest oder was? Okay, die hängt da einfach fest. Die lassen wir auch mal da hängen. Also Altmetall ist definitiv rar. Boah, die sind ganz schön fett, ne? Eklig. Eklig, fette Viecher. Ja, soviel zum Thema Erkundungstour. Ich wollte eigentlich über die Brücke gehen und bin jetzt hier gelandet. Vielleicht hat diese Folge dann Überlänge, weil ich will jetzt schon mit dir herausfinden, was das hier wird. Boah, hier ist ja Altmetall ohne Ende, Leute. Oh Gott. Und Seide. Hoffentlich habe ich genug Platz im Inventar. Denn das wird uns definitiv weiterbringen. Und Spinnen natürlich, ist klar. War ja auch nicht anders zu erwarten. Wir werden jetzt erstmal alle Viecher in Ruhe lassen hier. Ich habe
keine Lust, hier drauf zu gehen. Wir sind Forscher und keine Kämpfer. Was sind das überhaupt für welche? Graue Fliege, Klingenschaden. Und sie hier? Schwarze Witwe. Okay. Okay. Das hier ist definitiv nicht das Startgebiet. Da hätten wir uns am Apothekerschrank erstmal hier Giftresistenztränke machen müssen. Bevor wir uns mit einer schwarzen Witwe anlegen. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Boah, ist die eklig, ne? Okay, ich lasse dich in Ruhe. Feuersteinschere. Boah. Wir haben keine Feuersteinschere mit. Denke ich jedenfalls nicht, ne? So ein Mist jetzt. Ich habe die natürlich. Kann ich ja jetzt auch nicht auf Anhieb herstellen. Ich habe keine Steine mit. Okay. Ist hier Schluss? Ja. Das war's an dieser Stelle. Ich will auch nichts verpassen. Okay. Tja, schade, schade. Hätten wir jetzt die Seide mitnehmen können. Wir sind... Von wo sind wir gekommen? Von hier? Nee. Okay, noch mehr Altmetall, gut. Das ist schon nicht schlecht hier. Auf jeden Fall eine Menge zu kämpfen. Komm schon. Ja. Sehr schön. Oh, Feuerstein und verfeinertes Holz. Ich kann jetzt nichts herstellen. Egal. Eine Feuerstein-Axt kann ich jetzt auch nicht herstellen. Egal. Wir nehmen so viel mit, wie wir kriegen können. Hatte ich ja jetzt auch gar nicht mit gerechnet, aber es ist ja trotzdem ganz gut. Hier ein paar Stacks kriegen wir noch zusammen. Dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht, was wir noch so finden. Auf jeden Fall können wir schon mal markieren. Hier Altmetall ohne Ende. Die Fliegen sehen so harmlos aus, ne? Was sollen die schon großartig machen? Aber ich denke mich jetzt bestimmt nicht mit denen an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwelche neuen Sachen haben. Okay, hier ist aber ansonsten nichts mehr. Ja, war klar. War klar, dass das passiert, ne?
Oh. Okay, ich ticke runter ohne Ende, weil ich das Essen jetzt nicht habe. Bringt das was? Kann ich irgendwie gegenheilen? Ja, aber nur schwer. Komm schon. Komm schon, hau rein. Chitin-Speer, Chitin-Axt. Ja, Glück gehabt. Okay, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass das heftiger wird. Aber gut. Wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen zu übervorsichtig. Das nehmen wir noch mit. Das Feuersteinzeug ist doch schon ganz gut. Und jetzt haben wir hier Chitin-Rezepte bekommen. Okay, mir war das schon klar. Ich habe so gedacht, komm, lass den Haufen in Ruhe. Wenn die dir dazwischen rennt, dann greifst du die an. Und genau das ist natürlich passiert auch. Naja, egal. Okay, man kann mit dem Pflaster ein bisschen gegenheilen und Essen einschmeißen. Dann geht's schon. Ach, okay, jetzt hat sich das auch erledigt. Das ist das Begleittier. Mir war in den letzten Folgen nicht so klar, was das plötzlich für ein Symbol sein soll. Das ist einfach das Begleittier, damit man weiß, wo man es stehen gelassen hat. Sehr schön. Hier unten ist der Spawn. Okay, dann könnte man natürlich auch hier sagen, Altmetall und Seide. So. Von da sind wir gekommen. Okay, das ist verzweigt hier, ne? Sind wir von hier gekommen oder von hier? Hier kommen wir nicht rüber. Okay, gehen wir mal hier. Ich denke, hier sind wir gewesen, oder? Oh. Wir kommen doch hier nie wieder hoch. Tja. Hier sehe ich jetzt keine Chance, irgendwie hochzukommen. Ja, moin. Hässliches Ski. Okay, wir gehen auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Ja, dann einmal zurück, ne? Ich mach mal eine kurze Blende und hol dich rein, falls noch irgendwas Aufregendes passieren sollte. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich bin jetzt hier oben rechts abgebogen. Denn hier ist, entweder ist es wieder respawned schon, oder wir haben es noch nicht abgebaut. Jetzt geht auch die Hacke kaputt. Aber den können wir vielleicht noch mitnehmen. Ja. Kann auch sein, dass es schon wieder respawned ist. Bin ich mir jetzt nicht gerade so sicher. Mal gucken, die wird jetzt kaputt gehen. Naja. Okay, das schaffen wir aber noch. Okay. Wenn du die einmal ausgerüstet hast, geht es trotzdem noch weiter. Da bleibe ich jetzt auch dran. Die ist ja eigentlich kaputt gegangen. Aber er baut es noch ab, nur viel langsamer, ne? Komm auch rein. Den Stack nehme ich noch mit. Wenn ich jetzt komplett loslasse, ist sie wahrscheinlich weg, oder?
Auch noch ein bisschen buggy, aber in dem Fall von Vorteil. Na komm. Ah, komm. Die letzten Meter. Jawohl. So. Ah, hier sind wir. Sind wir nicht hier runtergesprungen? Ich will halt auch nichts verpassen, dass irgendwo noch irgendwelche Geheimnisse zu finden sind vielleicht oder so. Boah, diese Viecher, ne? Hä? Wieso sind hier Lampen? Viel zum Thema Fliegen. Wollte ich ja doch mal einmal ausprobieren. Warum sind hier jetzt Lampen? Hä? Was macht er denn hier? Stingerlens? Stingerlens? Ja, nehmen wir gerne. Steinschneider, Stingerlens. Hier herstellen. Hat er die jetzt eingesammelt oder müssen wir die erst herstellen? Das war nur das Rezept, ne? Okay, das war das Rezept. Obwohl, er hat die ja weggenommen. Nee, aber die ist nicht schon automatisch im Inventar. Feuersteinspeer. Okay. Ja. Jetzt kommen wir aber immer noch nicht hier raus, ne? Also, ich denke mal, das soll es gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Spannend genug nach wie vor für mich. Auch hier einfach nur die Erkundung. Und ein, zwei kleinere Kämpfe, aber ist alles gut zu bewältigen hier mit dem Feuersteinschwert tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die Gegner sind stärker. Bis auf das Gift von der Glühwürmchenfackel ist kaputt, ja. Bis auf das Gift von der Spinne ging's, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gerne beim nächsten Mal. Und wenn es dir gefallen hat, lass sehr gerne ein Like da und sehr gerne auch ein Abo mit aktivierter Glocke. Beim nächsten Mal stellen wir auf jeden Fall den Speer her. Und dann können wir den, denke ich, auch ganz gut benutzen für den ersten Bosskampf mit Opa Henk. Vielen Dank, bis dann, ciao, ciao.